Geschichte von Parker begann 1918, als ein 33 Jahre alter Ingenieur namens Arthur Parker die Parker Appliance Company gründete. In Cleveland, Ohio, USA, entwickelte Arthur Parker ein einzigartiges Bremssystem für LKWs und Busse. Obwohl die Anfangsjahre hart waren, machte Arthur Parker und seine Familie beharrlich weiter. Die gleiche harte Arbeit, Ambition und der Erfindungsgeist, die das Unternehmen durch die frühen Jahre brachten, sind auch heute noch der Motor von Parker. Dem frenetischen Wachstum der 1920er schienen nach oben hin keine Grenzen gesetzt zu sein. Architekten von Wolkenkratzern und tollkühne Flieger dieser Ära waren die Seelenverwandten von Unternehmern wie Arthur Parker, die danach strebten, neue Richtungen und bessere Wege für den Fortschritt der Industrie zu finden. Auf der internationalen Luftfahrzeugausstellung von 1930 wurde die gesamte Palette von Parker Fittings, Kupplungen und Ventilen für Luftfahrzeuge zur Schau gestellt. Produkte von Parker erleichterten die harte Arbeit, während die Industrie weltweit eine Revolution erlebte. Als Mitarbeiterin, Ehefrau und Vertraute tippte Helen Parker Arthurs industrielle Rezepturen ab und steuerte einen methodischen Ansatz bei, der Arthurs visionären Geschäftsstil ergänzte. Als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, wurden Frauen die Hauptarbeitskräfte bei Parker. 5000 Beschäftigte lieferten mehr Hydraulikkupplungen und Ventile für Flugzeuge der Alliierten als jeder andere Hersteller. Bei Kriegsende kaufte die Regierung nicht mehr, Arthur Parker war gestorben und seinen Erben wurde geraten, Insolvenz anzumelden. Die hartnäckige und disziplinierte Helen Parker weigerte sich, strukturierte um und machte weiter. Am Ende des Jahrzehnts lag der Umsatz bei 8 Millionen US-Dollar. Parker profitierte vom Nachkriegsaufschwung der 50er. Die Technik verkürzte Zeit und Entfernungen und Parker hielt damit Schritt. Mit 9 Unternehmensbereichen im mittleren Westen und Kalifornien und in Anwendung seiner neuen Wachstumsstrategie durch Akquisitionen erwarb Parker Appliance 1957 Hanifin. Mit Hanifin kamen neue Zylinder- und Ventilprodukte und ein neuer Firmenname. Eine neue internationale Division wurde 1960 gebildet, um Parker-Produkte im Ausland zu vermarkten. 1964 wurde die Aktie von Parker Hanifin zum ersten Mal an der New Yorker Börse gehandelt. Als die Augen der Welt auf den Weltraum gerichtet waren, war Parker in der Lage, viele der Technologien liefern zu können, die für den Weg dorthin erforderlich waren. Am Ende des Jahrzehnts wurde Arthur Parkers Sohn Patrick zum Präsidenten von Parker gewählt. Das Unternehmen war in 10 Ländern in Europa und Lateinamerika vertreten und der Umsatz erreichte 200 Millionen US-Dollar. Im Jahrzehnt der erfolgreichen Missionen zum Mond und Mars unterstützten Parker-Technologien zur Erkundung der Tiefen der Ozeane und des Weltalls sowie zum Beackern, Schürfen und Transportieren von Erde große Unternehmungen der Menschheit. Houston, the Challenger has landed. Okay, Parker Valves. Die Entstehung eines starken neuen Logos begleitete wichtige Akquisitionen und stabiles Wachstum während der unsicheren wirtschaftlichen Zeiten der späten 70er Jahre. Die Flaggen auf dem Deckblatt der Mitarbeiterzeitschrift Parker World symbolisieren die Verpflichtung von Parker zu internationalem Wachstum in den gesamten 80er Jahren. Partnerschaften mit regional engagierten und kreativen Unternehmern stärken das weltweite Parker-Vertriebsnetz weiter. Mit den 36 in den 80er Jahren getätigten Akquisitionen wurden wichtige Lücken im Produktportfolio geschlossen und Parker in den weltweiten Filtrationsmärkten etabliert. Automobil- und biomedizinische Märkte stellten einen wichtigen Geschäftszweig dar, als Parker im Hauptsitz Euclid Avenue sein 50-jähriges Bestehen feierte. In den 90er Jahren erstreckte sich Parkers globale Organisation auf mehr als 30 Länder.
und eine Konzernzentrale für die Asien-Pazifik-Region wurde in Hongkong eröffnet. Investitionen in Kommunikations- und IT-Infrastruktur wurden getätigt und neue Konzernzentralen in Europa und Cleveland, Ohio gegründet. Parker revolutioniert sein Serviceangebot mit innovativen Konzepten wie Parker Stores, die Reparaturen im Laufkundengeschäft bieten. Maßgeblich verantwortlich für die weltweiten Umstrukturierungen war Parkers damaliger CEO Dune Collins. Unter seiner Leitung wurde der Umsatz zwischen 1993 und 1997 nahezu verdoppelt und der Gewinn vervierfacht. Und im Jahr 1997 ging Parker erstmalig online mit www.parker.com. 2001 stellte der neue CEO von Parker, Don Vashkevich, die Wins Tragedy vor, die wesentlich zur Entwicklung von Parker hin zu einem diversifizierten Industrieunternehmen ersten Ranges beitrug. Die Wins Tragedy setzt Ziele für erstklassigen Kundenservice, finanziellen Erfolg und profitables Wachstum und stellt die strategischen Mittel zur Verfügung, um sie zu erreichen. Im Laufe des Jahrzehnts entwickelte Parker seine Systemleistungen weiter und schloss viele Großaufträge ab. 2007 wurden zwei Meilensteine erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte von Parker überstieg der Umsatz 10 Milliarden US-Dollar. Zudem erreichte die Aktie einen Kurswert von 100 US-Dollar. Kurz darauf trat die Marke Parker stärker und einheitlicher auf. Der Fokus lag erneut auf der Verbesserung der Produktivität und Profitabilität der Kunden, was sich im neuen Motto widerspiegelte: Engineering your success. Parker ist verwurzelt in einer Geschichte fairer Geschäfte, mit den Kunden wie auch mit den Mitarbeitern. Und dadurch, dass wir dieser Tradition treu bleiben, wird Parker auch in Zukunft weltweit bedeutende Unterschiede machen.